Heute sprechen wir über das Thema Nervosität und Schüchternheit und schauen uns mal an, ob das schlecht für dich ist im Umgang mit Frauen oder ob es vielleicht kein Problem ist. Und das ist eine spannende Sache, denn vor ein paar Tagen hat mir ein ehemaliger Coaching-Teilnehmer, Schrägstrich, jetzt guter Freund von mir, geschrieben und von einem Date berichtet, das er gehabt hat. Und das Date lief wohl nicht besonders gut und er hat dann folgende ungefähre Formulierung benutzt. Er hat nämlich zu mir gesagt, hey Tim, ja, es war so, ich war auch sehr nervös, sehr aufgeregt beim Date und ich hatte das Gefühl, das hat die Frau gemerkt und irgendwie lief das Date nicht so gut. Und was man jetzt ein bisschen aus der Aussage rausziehen kann, ist, dass mein Kumpel den Glauben hat, dass es ein großes Problem wäre oder nachteilhaft für den Verlauf des Dates, für den Erfolg des Dates, wenn die Frau merkt, dass du schüchtern bist oder nervös oder wenn du generell schüchtern oder nervös bist. Und genau das wollen wir uns heute mal anschauen, denn das ist eine ganz interessante Frage, wo du von auch verschiedenen Dating-Coaches oder verschiedenen Leuten, die sich mit diesem Thema beschäftigen, sehr unterschiedliche Dinge hören wirst. Und ich will dir heute mal erzählen, wie ich denke, wie das ist, wie meine Meinung dazu ist und wie du am besten mit dieser Thematik umgehst. Und es ist eben so, dass wir eigentlich auch in der Vergangenheit schon über dieses Thema gesprochen haben, nur haben wir da über ein anderes Thema gesprochen, das aber sich auf die gleiche Sache bezieht. Und zwar haben wir, wenn du dich zurückerinnerst und regelmäßig die Videos schaust, in einem der vergangenen Videos über das Thema Jungfräulichkeit gesprochen. Wir haben uns also gefragt, ist es schlimm, wenn du noch Jungfrau bist? Ist es ein Problem? Wird das dein Erfolg bei Frauen ruinieren? Das haben wir uns gefragt und wenn du dich an die Aussage meines Videos von damals erinnerst, dann erinnerst du dich daran, dass es kein großes Problem ist, beziehungsweise dass ich es nicht für ein großes Problem halte, sondern dass eigentlich mehr der Umgang mit diesem Thema das eigentliche Problem ist. Und genauso ist es hier auch. Genauso ist es bei den Themen Schüchternheit, Nervosität etc. Ich fasse es mal in einem Satz zusammen. In einer optimalen Welt wärst du nicht schüchtern, nicht aufgeregt und entspannt im Umgang mit Frauen. Das ist aber ein Optimalzustand, an dem wir so oder so niemals ankommen. Auch ich bin noch nervös, auch ich bin schüchtern, wenn ich eine Frau... Schüchtern ist das falsche Wort, aber auch ich bin nervös, wenn ich ein Date habe mit einer Frau, die mir gut gefällt. Der Unterschied zwischen mir und dir, wenn du nervös oder schüchtern bist, dazu kommen wir gleich und das ist auch die Lösung für dieses Problem. Also dieser Idealzustand, dass wir entspannt sind, dass wir locker sind, den erreichen wir nie, weil es gibt einfach nie diesen hundertprozentigen Idealzustand. Du wirst nie 100% selbstbewusst. Was soll das überhaupt heißen? Du kommst nie an diesem Idealzustand an, aber es ist immer eine Reise, eine Annäherung und es wird immer besser. Es entwickelt sich da so linear hin. Und das heißt, klar, irgendwann wirst du sehr, sehr entspannt mit Frauen sein, sehr sicher mit Frauen sein und das ist natürlich schön, aber wenn du in diesem Moment nicht entspannt mit Frauen bist, dann ist das nun mal der Zustand, mit dem du jetzt arbeiten musst. Und hier unterscheidet sich dann jemand wie zum Beispiel ich, der das einfach schon gewohnt ist, von jemandem wie vielleicht dir, wenn du ein Anfänger bist. Was mache ich jetzt aber anders und wo liegt der Clou bei dieser Sache? Die Sache, die ich anders mache, ist, dass mein Umgang mit der Nervosität ein anderer ist als deiner. Oder, um es jetzt mal im Vergleich zu setzen, ein anderer als der, den mein Kumpel an den Tag legt. Du kannst dir das Ganze wie ein Haus vorstellen. Stell dir vor, du hast ein großes Hochhaus gebaut und auf der ganz oberen Ebene steht die Frage, okay, ich bin nervös, ich bin schüchtern, ist es ein Problem mit Frauen? Du kannst es auch ersetzen durch die Frage, ich bin noch Jungfrau, ist es ein Problem mit Frauen? Und viele Anfänger oder viele Leute, die so in diese Problematik eintauchen, über die wir gerade sprechen, die bewegen sich hier oben auf dieser obersten Ebene des Gebäudes. Eigentlich, wenn man ein bisschen tiefer geht, kommt man aber zu der eigentlichen wichtigen Ebene. Nehmen wir mal an, ungefähr in der Mitte des Gebäudes ist noch eine Etage und da passiert das eigentlich Wichtige. Denn da stellt man sich die Frage, wie gehe ich denn um mit der Tatsache, dass ich nervös, schüchtern oder vielleicht noch Jungfrau bin? Du kannst auch solche Sachen dazu zählen wie, wie gehe ich damit um, dass ich vielleicht ein bisschen kleiner bin oder vielleicht nicht so gut aussehe in meinen Augen oder den Augen der Leute. Das ist alles das Gleiche und führt uns immer wieder auf die gleiche Etage des Hochhauses, wenn du so willst, nämlich die Frage nach dem Umgang damit. Und das ist der eigentliche Clou. Es ist nicht entscheidend, ob du nervös oder schüchtern bist, wenn du einer Frau begegnest oder wenn du eine Frau datest, sondern es ist entscheidend, wie du damit umgehst. Jetzt möchte ich einmal eine Sache unterscheiden. Wenn du jetzt eine Frau auf der Straße ansprichst, und du bist nicht komfortabel mit der Situation, eine Frau anzusprechen, du bist da sehr nervös und aufgeregt, dann kann es tatsächlich einfach ein Nachteil sein, dass du nervös bist. Weil diese Frauen auf der Straße ansprechen Situation, das ist eben eine sehr offene soziale Situation, eine Situation, wo es keine Regeln gibt. Sie weiß nicht, wie läuft das ab. Wenn du nicht weißt, wie läuft das ab, dann bringt eben keiner von beiden Personen Sicherheit in diese soziale Situation. Und das ist schlecht für eine soziale Situation. Aber wir beziehen das jetzt mal auf den Fall, den auch hier mein Kumpel beschrieben hat, nämlich wenn du mit der Frau auf einem Date bist. Ein Date ist eine gefestigte soziale Situation. Natürlich
Ist das nicht so eine Situation wie, du gehst jetzt was einkaufen? Denn in der Situation, du gehst jetzt was einkaufen, ist deutlich klarer, was genau passieren wird, als in einer Date-Situation. Aber Date ist ein Rahmen, der den Leuten Sicherheit gibt. Auf der Straße ansprechen ist was anderes. Da musst du schon optimalerweise eine gewisse Sicherheit mitbringen. Aber auch da zählt das, was ich jetzt gleich sage, auch das macht es besser. Also, es geht nicht wirklich darum, ob du schüchtern bist oder nicht, sondern es geht um deinen Umgang damit. Nehmen wir mal ein Beispiel. Stellen wir uns mal vor, du hast jetzt ein Date und du bist sehr nervös und schüchtern. Und jetzt hast du irgendein Pickup-Buch gelesen oder was auch immer, dass es nicht gut ist und dass du am besten, naja, ich sag mal, selbstbewusste Verhaltensweisen an den Tag legen sollst. Der Punkt ist aber, du kannst keine selbstbewussten Verhaltensweisen spielen. Außer du bist ein Profi-Schauspieler und das sind die wenigsten von uns. Und selbst dann würde ich behaupten, dass viele Frauen rein intuitiv, denn die kriegen das sehr gut mit, das Gefühl kriegen, irgendwas stimmt hier nicht. Und schüchtern zu sein und so zu tun, als wäre man sehr selbstbewusst, ist schlechter für dich, als wenn du einfach nur schüchtern bist. Weil wenn du schüchtern bist und so tust, als wärst du selbstbewusst, dann ist hier ein gewisser Konflikt, ein innerer Konflikt. Kannst du dir vorstellen. Eigentlich bist du so, aber du versuchst so zu sein, dass das schwierig ist und dass das gewisse Probleme innerlich mit sich bringt, das dürfte klar sein. Das kannst du ja mal probieren, indem du die Wahrheit kennst und versuchst zu lügen. Wenn du nicht gerade ein Soziopath bist, dann sollte dir das relativ schwierig fallen. Dann gibt es da einen Konflikt. Und diesen Konflikt, das spürt die Frau. Frauen haben dafür sowieso sehr gute Antennen, aber das kriegen die auf jeden Fall mit. Und das ist das Negativste, was dir passieren kann. Denn dann fragt sich die Frau, okay, was geht dir eigentlich ab? Wer ist dieser Typ überhaupt? Und das bringt extrem viel Unsicherheit in das Date und das ist sehr, sehr negativ. Das ist einfach schlecht. Dadurch wirkst du unecht, du wirkst unauthentisch und man kriegt den Eindruck, man kann dir nicht wirklich vertrauen, was ja auch stimmt, denn dir kann man ja auch nicht vertrauen. Denn wenn du einen Zustand hast, kann es sein, dass du über den Zustand lügst und einen anderen Zustand vorgaukelst. Also kann man dir nicht vertrauen und das ist ein Riesenproblem beim Daten. Das heißt, so zu tun als ob, ist immer deutlich schlechter, als einfach nur schüchtern zu sein. Jetzt gibt es aber auch da einen Unterschied. Ich habe eben darüber geredet, dass es darum geht, wie du damit umgehst. Das Allerbeste, was du machen kannst, wenn du schüchtern bist, ist, dass du damit gut umgehst, dass du entspannt damit wirst, dass du schüchtern bist, dass du dich unsicher fühlst. Die Unsicherheit darf nicht länger dein Feind sein. Das ist der wahre Trick. Die Angst darf nicht länger dein Feind sein, sagt man auch. Dann kann sie dir keine Probleme mehr machen. Das heißt, ich gebe das jetzt mal mit Gedankengängen wieder. Nehmen wir mal an, du bist auf einem Date und du bist sehr nervös. Und die Idee dahinter ist folgende. Hi, hier bin ich. Ich bin hier auf dem Date. Ich bin gerade sehr nervös. Und das ist völlig in Ordnung. Du sollst das nicht so sagen, aber das sollte deine Einstellung sein. Und wir haben ja in den vergangenen Videos schon mal darüber gesprochen, wie man seine Einstellung verändern kann, indem man sich seine Glaubenssätze anschaut, über die Glaubenssätze nachdenkt, guckt, wo kommen die her, dienen die mir und welchen alternativen Glaubenssatz könnte ich vielleicht ersetzen und was für Beweise würde ich vielleicht finden aus meiner eigenen Vergangenheit, aus Dingen, die ich beobachtet habe, die meinen neuen Glaubenssatz stärken. Und das ist ganz wichtig. Und wenn du diese Einstellung hast zu diesen Dingen, Jungfräulichkeit, Größe, Aussehen, Nervosität, Schüchternheit, dann ist es tatsächlich kein großes Problem. Merkt ihr den Satz? Es ist immer nur so ein großes Problem, wie du es selbst groß machst. Machst du ein Riesenproblem daraus? Ist es ein Riesenproblem? Ist es für dich ganz entspannt und kein großes Ding? Ist es in den meisten Fällen kein großes Ding? Wird es trotzdem Frauen da draußen geben, die sagen, oh mein Gott, der ist so klein oder so eine Jungfrau, da habe ich gar keinen Bock drauf? Natürlich. Aber erhöhst du deine Chancen und machst es für dich und alle anderen Leute entspannter, wenn du diese Einstellung annimmst, die ich eben erwähnt habe, 100%. Und dann musst du dir darüber wirklich keine Gedanken mehr machen. Dann kannst du halt in dem Moment unsicher sein, in dem du unsicher bist. Und nur so schaffst du es ja auch irgendwann auf ganz natürliche Art und Weise sicherer zu sein. Da, wo du dann wirklich sicher bist und das nicht mehr spielst. Und du kommst nur da an, wenn du dich anfreundest mit der Unsicherheit. Was bedeutet das, sich mit der Unsicherheit anfreunden? Das bedeutet, dass du dich in diese Situation begibst, deswegen ist es so sinnvoll, regelmäßig Frauen kennenzulernen, begib dich in diese Situation und dann spür mal in den Situationen, was in dir passiert. Spür diese Unsicherheit und versuch nicht, sie irgendwie wegzudrücken oder dich davon abzulenken, sondern geh voll in diese Unsicherheit. Wie ich eben schon gesagt habe, lass die Unsicherheit, lass die Angst oder was auch immer, da kannst du ja jede Emotion einsetzen, lass sie dein Freund werden, lass sie dein Verbündeter werden. Dann ist sie kein Problem mehr und dann steht sie dir auch nicht im Weg in solchen Situationen. Und das Interessante ist, was du dann merken wirst, wenn du erstmal cool mit deiner eigenen Unsicherheit bist, dann wirst du vielleicht am Anfang ein bisschen unsicher sein und ganz schnell dann nicht mehr.
Das wird nicht lange anhalten, du wirst nicht über das ganze Date unsicher sein. Wenn du in Ordnung mit deiner Unsicherheit bist und erkennst, dass es ganz normal ist, dass viele Leute das nachvollziehen können, weil jeder fühlt sich mal unsicher, die Leute verstehen das, Frauen haben Verständnis dafür, das ist gar kein Problem. Wenn du damit klarkommen kannst, wenn du damit in Ordnung sein kannst, dann wird die Unsicherheit sehr, sehr schnell weg sein. Und dann ist sie gar kein Problem. Du darfst nur kein Problem daraus machen. Und in dem Moment, wo du so tust, als wärst du total selbstsicher, sagst du ja indirekt, oh Gott, es ist so schlimm, unsicher zu sein, dass ich so tun muss, als wäre ich selbstsicher. Also scheint es ein wirklich großes Problem für dich zu sein. Und dann ist es ein großes Problem. Und lass dir das von jemandem gesagt sein, der diese ganzen Sachen schon probiert hat. Ne, es ist nicht so, dass ich jetzt dir irgendwas erzähle von wegen, oh ja, guck mal, so sollte es sein und so könnte es sein, sondern nein, ich habe das selber so erlebt. Ich habe auch so getan, als ob früher in meinen Anfangszeiten. Ich weiß genau, wie das ist. Ich weiß genau, wie die Auswirkungen auf mich waren und wie die Auswirkungen auf meine Dates und meinen Erfolg mit Frauen waren. Kannst du oder wirst du niemals Erfolg haben, wenn du so tust, als ob? Nein, das nicht. Aber wirst du weniger Erfolg haben und es wird nerviger sein und es wird unnötig stressig sein für dich selbst? 100%. Also fang gar nicht erst auf diesem Weg an, sondern fang gleich auf dem richtigen Weg an. Nimm die Abkürzung. Mach nicht die Fehler, die andere Leute gemacht haben. Imitationslernen. Du darfst von mir lernen. Ich erzähle dir von meinen Fehlern. Du musst sie nicht selbst durchmachen. Das ist auch der Sinn von Coaching übrigens. Ne? Du brauchst nicht 4 Jahre alles falsch machen, sondern ich erzähle dir, was du sofort richtig machen kannst. Brauchst du nur ein halbes Jahr. Das ist die Grundidee von Coaching. So viel aber zu diesem Thema. Ich hoffe, das ist soweit klar geworden. Schreib mir gerne in die Kommentare, wie deine Erfahrung zu diesem ganzen Schüchternheits-Aufgeregtsein-Thema ist. Wir sehen uns dann übermorgen wieder. Geil, dass du hier warst. Hier abonnierst du den Channel, wenn noch nicht gemacht, auch die Glocke drücken. Hier kannst du dich für ein Coaching bewerben und hier kommst du zu weiteren Videos mit noch mehr Tipps für deinen Erfolg mit Frauen. Übermorgen sehen wir uns wieder. Bis dahin, ciao.